Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich, herzlich willkommen zu unserem Liebe kann alles Best of Podcasts. Wir haben gedacht, in unserer diesjährigen Sommerpause brauchen wir in der Tat eine Pause, um uns mal wieder zu sammeln, nachdem wir mittlerweile hunderte von Podcasts hier schon für Sie aufgenommen haben. Und wir brauchen ja immer mal wieder zwischendurch so eine Zeit, wo auch Neues in uns entstehen kann, in jedem Einzelnen und im ganzen Team. Und dieses Jahr haben wir uns da viel vorgenommen. Aber erstmal brauchen wir, wie gesagt, ein Päuschen, dann gehen wir rein in das Neue, dann kommen wir im August wieder. Und bis dahin viel Spaß bei den Podcasts, die die meisten begeisterten Klicks gefunden haben. Ja, tschüss! Ja, wir sind menschliche Wesen und damit haben wir eine Kraft, die uns von all dem anderen Leben auf diesem Planeten unterscheidet. Wir haben den freien Willen. Wir haben unser Bewusstsein, mit dem wir Dinge denken und wir dürfen eigene Einschätzungen, eigene Einstellungen von den Dingen haben. Aber das Kraftvollste, was wir überhaupt haben, um diesen Einfluss auf unsere Welt zu nehmen, das sind unsere Gefühle. Wir erschaffen und wir haben, das ist unsere größte menschliche Macht. Wir haben nämlich die Macht, unsere eigenen Gefühle zu erschaffen. Auch wenn wir glauben, nein, 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 Moment, stopp, das sind doch die Umstände da draußen und all die Dinge, die uns widerfahren sind und widerfahren. Aber das stimmt nicht. Wir haben diesen freien Willen. In jedem Moment haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, was wir denken, was wir fühlen, wie wir auf etwas reagieren, wie wir auf Menschen, auf Umstände, auf Situationen in unserem Leben eingehen. Das ist in Wahrheit unsere freie Entscheidung. Und im Moment, in dieser turbulenten Zeit, ist das für mich das Allerwichtigste, dass wir verstehen, dass eigentlich wir alle verbunden sind. Und die Trennung, die wir überall gerade glauben zu erleben, das ist eine Trennung, die durch unsere Sinne gemacht ist. Unsere Sinne bringen dieses Einssein in Individualität, in Trennung. Unsere fünf Sinne sagen uns, da draußen ist etwas und hier drin bin ich und da draußen höre ich was, sehe ich was, fühle ich was. Und das, was da draußen hört, sieht, fühlt, schmeckt, riecht, das bin ich. Und da entsteht die Trennung. Und da entsteht diese dreidimensionale materielle Realität, die für uns so fest erscheint. Aber so fest ist sie gar nicht. Würde man unsere Sinne wegnehmen, wäre alles eins, gäbe es gar kein Ich. Forscher haben wirklich alles versucht, im Laufe unserer Zeitrechnung unsere materielle Natur immer weiter aufzuspalten in Einzelteile und haben alle gehofft, dass sie irgendwann sozusagen den kleinstmöglichen Nenner finden. Und sie haben erst die Moleküle, die Atome und dann die subatomaren Teilchen entdeckt und haben immer gedacht, so, jetzt haben wir es. Aber sie sind nie an so einem Endpunkt angekommen, sondern am Ende, je tiefer die Wissenschaftler forschten, und desto mehr landeten sie in einer formlosen, aber in einer sehr vollen, verbundenen Welt. Am Ende ist da keine Materie mit physischen Grenzen, sondern eine Art leerer Raum, in der sich alle Materie auflöst. Und dieser leere Raum, der ist mit unendlich viel Information angefüllt.
Er ist voller Energie. Energie, die sich bewegt, Energie, die in Wellen schwingt und voller Information ist und jenseits von Zeit ist, von Raum ist, von dieser Trennung ist. Energie, die reagiert auf uns. Energie, in die wir eingewoben sind. Und wie formt sich diese Energie? Durch unsere Gedanken und Gefühle. Und da kommt's. Wir alle, also nochmal vielleicht einen Schritt zurück, ich sage das im Moment ja immer wieder, wir sind zu 99,999% diese formlose Energie. Dieses Schwingen, diese Wellen. Und die werden immer dann zu Materie, dieser leere Raum, wenn wir anfangen, in ihn hineinzudenken und zu fühlen. Und unser Denken und unser Fühlen, das macht aus diesen unendlichen Möglichkeiten, aus diesem Ganzen, dann ein Gedanken. Und daraus entsteht ein Gefühl und daraus eine Erfahrung. Und ich will da jetzt wieder heute nicht zu tief drauf eingehen. Ich habe beim Buch ganz viel darüber geschrieben und es gibt viel, viel weisere, schlauere, kompetentere, wissenschaftsaffinere Menschen, die das alles noch viel besser erklären können. Aber ich will das auch immer nur so weit erklären. Ich will ja mit Ihnen hier nicht über Wissenschaft reden, sondern Ihnen helfen, dass Ihr Leben wieder erfüllter wird, dass Sie sich wieder freier und sicherer und verbunden fühlen können. Und all meine Arbeit seit über 20 Jahren dreht sich darum, Ihnen zu sagen, das wird sie nicht, weil da draußen irgendein toller Mensch oder eine tolle Möglichkeit auftaucht. Das wird sie nur, wenn sie da drinnen für Veränderung sorgen. Meine große Leidenschaft ist die Veränderung da drin. Und unsere Welt, die sich so getrennt und so eindeutig anfühlt, dass wir sagen, ja, das erlebe ich immer so, das glaube ich und so ist es. Und bei den anderen mag es anders sein, aber bei mir ist es immer so, das ist, dass wir jeden Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken denken. Und von denen sind 80-90% immer die gleichen. Und wir denken die logischerweise nicht bewusst. Das können wir ja gar nicht, dass wir morgens aufwachen und dann sagen, jetzt denke ich den Gedanken, dann den Gedanken, dann den Gedanken. Sondern dieser Gedankenstrom läuft jeden Tag der gleiche, wie so eine Platte mit einem Sprung. Und der läuft in einer völligen Unbewusstheit durch sie durch. Sie atmen ja auch nicht, sondern es atmet. Sie lassen ja auch nicht ihr Blut kreisen, sondern es kreist. Es ist diese unbewusste, autonome Welt in ihnen. Und diese Flut von Gedanken, die lässt ihr Leben Form annehmen und die gibt ihnen dieses Ich-Bewusstsein. Aber das ist total eng und klein und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass sie, wenn sie erstmal lernen, und darum geht es mir mit aller Leidenschaft, wenn sie erstmal lernen zu denken und zu fühlen, was sie wollen, dann kommt ihr Leben in Bewegung. Wenn sie lernen, sich für einen Moment zu lösen und dann für noch einen Moment und noch einen Moment, dass das, was sie gerade in ihrem Leben haben, die einzige Möglichkeit ist und dass das, was sie da draußen in ihrem Leben erleben, sie ohnmächtig macht, mit ihnen, mit unserem Planeten geschieht, dann ist es einfach, weil ihre Sinne das sagen. Und der erste wichtige Schritt, um aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist, dass wir erkennen, es geschehen gerade alle möglichen Dinge, die für uns nicht leicht sind und die uns wirklich herausfordern, mit all den Epidemien, mit all den Katastrophen, mit all den Befindlichkeiten, die in unserem Körper oft schmerzen, mit den Herausforderungen, Beziehungen funktionieren nicht mehr so wie früher. Das alles wird viel schneller, dass es anfängt, dass wir uns fragen, soll das mein Leben gewesen sein? Also die Romantik, all das, was uns früher viel länger erhalten blieb, auch so eine gewisse Distanz, das funktioniert alles nicht mehr. Die Welt ändert sich und unsere Erfahrungen in ihr auch. Und jetzt kommt der Punkt. Wir müssen lernen, neu auf diese Welt
zu reagieren. Und das ist die Kostbarkeit in dieser Zeit. Und ich möchte heute ein bisschen mit Ihnen teilen von dem, was ich mit den Frauen im Transformations-Online-Kurs mache. Das ist mein praktisches, meine Doktorarbeit, das, was ich mit Ihnen teilen kann, ein Weg der Transformation mit ganz vielen Meditationen, mit in sich aufbauenden Übungen, mit ganz vielen Videos und Audios, wie Sie durch einen Transformationsprozess gehen, wie Sie lernen, Schöpferin, das ist ein Programm für Frauen, wie Sie Schöpferin werden Ihres Lebens und wie Sie das machen, alleine zu Hause, angeleitet durch mein Programm. Und ich möchte von diesem Programm etwas mit Ihnen teilen. Und es gibt im Programm eine Meditation, die nicht so eine ganz klare Meditation im klassischen Sinne ist. Ich möchte auch immer wieder und zeige den Frauen auch immer wieder, dass Meditation nicht das ist, was wir sie gemeinhin halten, sondern dass Meditation so viele Ausformungen hat, wie wir Sprachen auf dieser Welt haben oder so viele Ausformungen hat, wie wir Sportarten oder Musikinstrumente. Genauso ist die Vielfalt bei den Meditationsmöglichkeiten. Meditation dient immer zu einer einzigen Sache, nämlich, dass sie uns für einen Moment von diesem gewohnten Ich, von diesen Sinneswahrnehmungen, die sich so real anfühlen und die sich über die Jahre, während der wir immer das Gleiche denken und das Leben immer weniger ein Abenteuer wird, sondern alles sich immer mehr einspurt, dass wir davon loslassen, die Augen schließen, still werden, von unseren Sinneswahrnehmungen da draußen uns lernen zu lösen und nach drinnen zu kommen. Und da drinnen gibt es zum einen Meditationen, die uns helfen, uns selbst kennenzulernen. Und wenn wir das beginnen, zu merken, was da drinnen los ist, was da drinnen wir fühlen, wo es zieht und zerrt und schubst und schiebt in uns und wo es sich gut anfühlt und wohlig und angenehm und verbunden, in dem Maß, in dem wir uns lernen, müssen wir weniger hilflos und weniger automatisiert da draußen reagieren. Dann gibt es Meditationen, die uns helfen, wenn wir gelernt haben, in die Stille zu kommen und wenn wir gelernt haben, sozusagen in uns unsere Ruhe zu finden bei all dem, was da in uns geschieht. Dann können wir lernen, da drin Gedanken und Gefühle sowie Samen zu säen, die uns andere Gefühle und andere Möglichkeiten da draußen bringen können. Wir lernen, schöpferisch zu meditieren. Und es gibt aber auch Meditationen, die einfach unseren Geist so ein bisschen, so wie wenn wir so ein paar Muskelaufbauübungen, Krafttraining oder beim Tennis mit dem Ball gegen die Wand spielen, wenn wir einfach so ein bisschen unseren Geist üben, immer wieder in einer neuen Spur zu bleiben, weil das muss unser Geist einfach lernen. Der hat unser ganzes Leben lang gelernt, auf eine Art zu denken. Der hat gelernt in seiner Herkunftsfamilie, ja, das ist nun mal, man muss viel arbeiten, man muss sich doll anstrengen und nur dann wird man Geld verdienen. Oder wenn ich so und so bin, dann bin ich nicht liebenswert und Beziehung, die ist schwierig und Männer, die sind so, was wir da so alles gelernt haben. Jeder von uns hat eine ganze Festplatte voll mit Glaubenssätzen, die ihm einfach so aufgeprägt sind, die aber sehr oft für unser Leben keinen Sinn machen und unsere ganzen schönen Möglichkeiten blockieren. Und das, was ich mit den Frauen teile in meinem Weg der inneren Transformation, ist, dass sie lernen, als erstes mal zu erkennen, dass das, was sie bisher für sich selbst gehalten haben, eine Ansammlung an Programmen ist, dass sie identifizieren, dass da etwas ist und wirkt, aber dass es eine Frau gibt, die das beobachten kann, die sehen kann und die sich fragen kann, ist es für mich hilfreich, das zu denken oder zu fühlen? Oder wäre etwas anderes hilfreicher? Das ist ein wichtiger Teil. Und der andere ist, dass ich mit den Frauen
dahin geht, dass ich sie frage, was ist deine Absicht, dein Traum für dein Leben? Und dass die Frauen in die Kraft kommen und in das Selbstverständnis, dass sie diese Träume träumen dürfen und dass sie diese Träume so lebendig und kraftvoll in ihrem Gehirn, in ihrem Nervensystem, in ihrem Körper, in ihrem Inneren verankern können, dass sie tatsächlich beginnen, Realität zu erschaffen in diesem großen Informationsfeld. Und dass je konsequenter, je echter ich hier und jetzt in einem Denken und Fühlen bin, beginnt dieses Denken und Fühlen in mir Fahrt aufzunehmen und sozusagen in diesem formlosen Feld voller Informationen Realität anzuziehen, magnetisch. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder lernen, völlig neu über uns zu denken. Dass wir, damit dieser Schöpfungsprozess wirklich auch von unserem Verstand akzeptiert wird, der ja immer wieder dazu neigt, nee, das ist Quatsch, wir sind ja hier nicht beim Wunschkonzert und meine Umstände sind auch so schwierig, das geht ja alles gar nicht und wie soll ich da jemals rauskommen und es hat noch nie geklappt, dass wir da mitten rein lernen, Selbstgespräche zu führen, die unseren Geist auf das Neue sozusagen trainieren. Und ein wichtiges Selbstgespräch, das Sie lernen sollten, mit sich zu führen, ist, dass Sie Ihr wahres Sein lieben lernen, dieses energetische Sein. Dass Sie da sitzen und vielleicht mir einfach jetzt so ein bisschen zuhören und sich fragen, wie wäre das, wenn mein wahres Sein ist, dass ich mit allen Möglichkeiten und mit aller Liebe in diesem unendlichen Feld verbunden bin. Und wenn es stimmt, dass ich aus diesem Feld heraus meine Realität erschaffe, in meinem Inneren, dass ich beginne, in meinem wahren Sein es zu lieben, in mir zu sein, dass ich es liebe, in diese große, weite Welt in meinem Inneren einzutreten, loszulassen von diesem begrenzten Ich und zu wissen, wer ich wirklich bin. Zu wissen, dass ich alle Möglichkeiten in mir habe und dass ich tatsächlich frei bin, mein Leben zu gestalten. Und dass es in allem in meinem Leben immer um mein Denken und dieses Denken, das sorgt für Fühlen und damit um ein Fühlen geht. Das Fühlen, das erschafft diese Realität, das fühlt sich so real eben an. Und das ist aber in Wahrheit beim Denken und Fühlen, das sind beides energetische Phänomene, unsichtbare Phänomene, dass es um Frequenz und um Schwingung geht, dass ich ein Wesen der Energie bin. Und wie wäre es in so einem inneren Selbstgespräch, wenn ich mir sage, ich kann ab jetzt entscheiden, wer ich sein will. Und ich kann entscheiden, was mein Leben mir schenken soll. Und wie? Indem ich mich auf erhöhte Gedanken und Gefühle, auf eine erhöhte Schwingung fokussiere. Indem ich mir erlaube, langsam zu lernen, mich auf Wohlbehagen und auf Ruhe einzustellen, dass ich mir einfach erlaube, mir Ruhe zu geben, still zu werden, nach innen zu gehen, von allem loszulassen, dass ich in Wahrheit erkenne, dass das das aller Wichtigste ist, was ich überhaupt für die Erfüllung meiner Wünsche, für die Veränderung meines Lebens, für die Heilung meiner Beziehungen, für die Fülle, die ich mir wünsche, tun kann, ist still zu werden, mir Zeit für die Stille und die Ruhe zu geben und mich in dieser Zeit zu lernen, innerlich auf das einzutunen, einzuschwingen, was ich fühlen möchte und was ich sein möchte und was ich erleben möchte. Und dass ich es liebe, mir dafür die Zeit zu nehmen. Und dass ich lerne, dass das
kostbar ist und dass es wichtig ist, dass ich mir diese Zeit nehme und dass ich mich ruhig und entspannt fühle. Und dass ich jetzt endlich verstehe, dass die Welt komplett andersrum funktioniert, dass diese Ruhe und dieses Nichtstun, dass das der ideale Schöpferzustand ist. Und dass ich mich darüber freue, dass ich jetzt nicht irgendwie so ein bisschen zum Spinner werde, sondern dass ich mich freue, dass ich jetzt die wahren Gesetze des Universums und die Spielregeln des Lebens beginne zu verstehen und anzuwenden. Ich sage das ganz oft. Die Menschen haben unendlich lange geglaubt, dass unsere Erde eine Scheibe ist und es gab Angst unter den Menschen, dass sie irgendwo hinten am Horizont runterfallen können. Das war eine real existierende Angst. Und dann haben die Forscher entdeckt, was schon immer die Wahrheit war, nämlich, dass die Erde rund ist. Und so ist es mit unserem inneren Potenzial, schöpferisch zu sein. Die Gesetze des Universums haben immer schon so funktioniert, nur wir waren konditioniert, so als ob die Erde eine Scheibe wäre, so war das in unserem Inneren eine Scheibe. Aber jetzt kann ich mein wahres Selbst immer mehr annehmen, dieses energetische Selbst, dieses Selbst, das erschafft durch das, was es denkt und fühlt, dieses Selbst, das dadurch reale Erfahrungen anzieht, dieses Selbst, das begreift, dass nicht das Leben etwas mit mir macht, sondern mein Denken und Fühlen Erfahrungen ins Leben bringt. Und dass ich jetzt weiß, durch die Meditationspraxis, die ich ja gerade überall an allen Ecken mit Leidenschaft versuche, den Menschen beizubringen, dass ich lernen kann, jeden Tag bewusst in einem Gefühl, in einer Schwingung, in einer Energie zu verbringen, in der es mir gut geht, weil diese Energie zieht weitere Erfahrungen an. Also wenn Sie jeden Morgen nur 1-2 Minuten, nachdem Sie die Augen aufgemacht haben, Dankbarkeitspraxis machen, einfach für Dinge dankbar sind, die es in Ihrem Leben gibt, und mögen Sie auch noch so klein sein, richten Sie sich aus, und wenn Sie sich ausrichten, dann richten Sie das Leben aus. Sie können sich da rein öffnen, dass Sie von dieser Quelle, von diesem Feld immer umgeben sind, auch wenn Sie gerade wieder so in Ihren Sinnen und in Ihrem alten Ich stecken. Dass Sie von diesem unendlichen Raum umgeben sind. Sie können anfangen, das auch mal so im Alltag so ein bisschen zu üben. Einfach, wenn Sie gerade, was weiß ich, ich sage das immer, spülen, bügeln, Autofahren, irgendwas, wenn das wieder so in Ihnen rattert, so auf die übliche Art und Weise, dass Sie im Moment Stopp sagen, so wie Sie zu Ihrem Hund Sitz sagen, und so einen Moment anfangen zu beobachten, dass da etwas in Ihnen gerade abläuft, dass Sie etwas gerade, also dass Sie gedacht werden, dass Sie, dass da Gefühle in Ihnen wirken, aber dass es immer noch Sie gibt, Sie, die Sie gerade bügeln, Sie, die Sie gerade spülen oder Auto fahren, Sie, die Sie das gerade mitkriegen. Und Sie können entscheiden, sich jetzt für etwas Neues zu öffnen. Sie haben die Wahl. Und das, was Ihre persönliche Wahrheit ist, das, was Ihrem Wesen entspricht, das können Sie sehr leicht identifizieren. Dass es Ihrem wahren Wesen entspricht, das fühlt sich an wie im Einklang sein. Das ist Wohlgefühl. Dann wissen Sie ja, das ist für mich richtig. Und das ist oft überhaupt nicht das, was die anderen Menschen Ihnen sagen. Wenn Sie in Entspannung kommen, wenn Sie langsam in Frieden kommen, in Ruhe kommen und in sich verweilen, dann kommen Sie mit sich und Ihrem Wesen in Kontakt. Und von da aus können Sie anfangen, spielerisch rumzuprobieren, was sind Gedanken und was sind Gefühle, die sich wohlig anfühlen. Was ist es, wofür ich Wertschätzung, Dankbarkeit empfinden kann? Was ist es, was mich glücklich macht, fühlbar glücklich macht? Erinnerungen, Träume, Bilder. Und darauf lassen Sie sich einfach ein. Musiken können unglaublich helfen, in einen guten Zustand zu kommen.
wenn sie präsent sind. Es geht nicht darum, sich mit Dingen abzulenken oder zu kompensieren. Es geht darum, sehr wach in sich zu sein und dann in Gefühle zu gehen, in innere Bilder, in Vorstellungen, wie gesagt, unterstützt zum Beispiel mit einer Musik, die ihnen gut tut, was sie glücklich macht. Und je länger und intensiver gefühlt sie in diesem zufriedenen, wohligen, stillen, ruhigen oder gar freudvollen, glücklichen, erhobenen Zustand verweilen können, desto mehr werden sie schöpferisch. Und in ihrem Selbstgespräch können sie sich darüber freuen, können sie anfangen, sich zu sagen, oh, ich liebe es, über das nachzudenken, was mir diese Schwingung, diese unsichtbare Schwingung von Gutgehen präsentiert, schenkt. Das ist so wie Dünger. Das ist der Boden, auf dem die Samen meines neuen Lebens sind. Wenn ich hier und jetzt vielleicht noch Umstände habe, die mir gar nicht gut tun oder die mich gar schmerzen oder da draußen was alles geschieht, dann kann ich immer wieder davon loslassen. Das ist die Macht, die ich gerade habe. Egal, was auf dieser Welt geschieht. Ich muss es nicht lieben, ich muss jetzt nicht künstlich so tun, als ob ich alles toll finde. Darum geht es gar nicht. Aber ich kann zum Beispiel üben, meinen Frieden zu bewahren, auch wenn Dinge schmerzhaft sind. Ich habe diese Macht und Kraft, da drinnen zu wählen. Wenn mich etwas runterzieht, dann kann ich wählen und entscheiden, mich für Dankbarkeit zu entscheiden, meinen Fokus auf etwas anderes zu richten. Das ist die wahre Schöpfermacht. Die Schöpfermacht, die ich jetzt kennenlerne, ist nicht die, die gegen irgendetwas ist oder gar gegen irgendetwas kämpft. Die Schöpfermacht, die ich jetzt kennen und üben lerne, ist die, dass ich meinen Fokus vom Widerstand nehme, meinen Fokus von der Abwehr nehme und meinen Fokus dahin richte, wo ich meinen Frieden finde, wo ich still werde. Und in dem Maße werde ich eine Quelle für andere. Andere spüren das. Ich muss nicht mal was sagen, was ich da tue. Andere spüren, dass von mir eine Ruhe ausgeht, auch wenn es turbulent wird. Andere spüren, dass von mir ein Mitgefühl ausgeht und dass ich anders mit den Dingen umgehe und dass es für sie die Wahl gibt, auch anders mit den Dingen umzugehen. Und sie sehen vielleicht, dass mein Leben von außen betrachtet nicht besser ist und dass das Hochwasser vor meiner Tür das gleiche ist wie vor ihrer Tür und dass der Sturm, der über mein Dach fegt, der gleiche Sturm ist, der durch ihr Dach fegt. Und dass das Kind, das ich als Fehlgeburt verliere, genauso schmerzhaft in mir ist wie in der anderen Person. Dass die Beziehung genauso sich mit den Jahren entleert hat wie die von all den anderen. Aber dass ich gelernt habe, meinen Frieden zu finden, bei mir zu bleiben und mich auf etwas Neues auszurichten. Dass ich lerne, dass ich mein Leben neu einrichte, dass ich mir diese Stille nehme, dass ich mich von innen erneuere, dass langsam die Freude und der Optimismus und die Hoffnung in mir wachsen. Und dass ich lerne, auch wenn meine Samen noch nicht da draußen sichtbar sind und meine Schöpfung und meine neuen Gedanken und Träume und Gefühle, auch wenn die noch nicht alle fertig sind, dass ich diesen entscheidenden Unterschied des Lebens kenne, dass ich jetzt nichts machen muss, nicht kämpfen, nicht klammern, nicht dagegen sein, sondern dass ich einfach weiter in der Stille verweile und weiter meine Saat gieße und weiter in diesem Optimismus bleibe, der langsam in mir wächst. Und dass ich immer länger wach bleiben kann, immer länger die Balance halten kann, mich immer länger ausrichten kann, auch wenn die Umstände hier und jetzt an mir ziehen. Und dass ich immer mehr spüre, wer ich wirklich bin, dass ich es am Anfang vielleicht theoretisch begonnen habe, aber dass ich jetzt immer mehr merke, wow, es gibt eine ganz andere Art, mit dem Leben umzugehen. Wow, ich kann schöpferisch sein, ich kann entscheiden.
meine Geschichte, all die vielleicht schmerzlichen Erfahrungen meiner Vergangenheit, die haben den Griff um mich verloren. Ich lebe jetzt hier und jetzt und ich kann über diesen Moment entscheiden. Und dieser Moment, den ich mit Dankbarkeit oder mit Stille oder mit Frieden oder gar mit Freude und mit Hoffnung fülle, dieser Gedanke, dieser Moment lässt mich zu einer Quelle für mich selbst werden. Und lässt mich immer mehr erkennen, dass ich mit etwas Größerem verbunden bin, auf das ich Zugriff habe. Und lässt mich Mut kriegen, dass ich meine Tage, dass ich immer geübter werde, Tag für Tag, dass ich die Herausforderungen des Lebens meistern kann. Und lässt mich erkennen, dass ich aufhören kann zu ackern und zu kämpfen. Und dass die entscheidende Kraft meines Lebens ist, still zu werden, die innere Arbeit zu lernen, all diese inneren Wege kennenzulernen, in denen ich für Veränderungen sorgen kann. Zu lernen, für mich zu sorgen, zu lernen, Grenzen zu setzen, zu lernen, mich von den Dingen langsam zurückzuziehen, die mir nicht gut tun, und plötzlich festzustellen, alte Schuldgefühle, alte Schamgefühle, alte Auflagen auf mich selbst, was ich zu tun habe, was ich auszuhalten habe, die fallen langsam von mir ab, die verlieren ihre Kraft, weil ich immer wieder nach innen gehe und immer wieder da drinnen mich ausrichte und immer wieder den Raum für das Neue vorbereitet, das immer mehr in meinem Leben wächst und gedeiht. Und ehe ich es versehe, liebe ich es einfach, auf diese Art zu leben. Und ich weiß, selbst wenn wieder mich was hinwegzerrt und hinwegrafft und das Alte wieder kommt oder irgendein Mensch in mein Leben tritt und wieder sagt, aber spinnst du denn und guck doch mal, es ist doch überall so schlimm und willst du jetzt hier irgendwie in so einem Träumeland leben, dann kann ich danach mich wieder hinsetzen, still werden, mich ausrichten. Und ich werde immer hoffnungsvoller und ich werde immer ruhiger und ich werde immer sicherer und meine Freude und mein Wohlbehagen wachsen immer mehr. Und ehe ich mich versehen, tauchen da draußen in meinem Leben neue Erfahrungen auf. Und ehe ich mich versehe, beginnen Umstände, Menschen, Beziehungen sich zu verändern. Tauchen neue Beziehungen, neue Umstände, neue Menschen auf. Verändern sich vertraute Menschen, lösen sich Blockaden. Und ich weiß, auch da gilt es nicht, jetzt im Außen stecken zu bleiben und doch wieder auf da draußen zu schauen, sondern ich weiß, ich lasse diesen Wandel zu und ich gehe zurück nach drinnen und ich erhebe meine Schwingung und ich öffne mein Denken, ich öffne mein Fühlen, ich schwinge mich ein auf neue Möglichkeiten und ich begreife immer mehr, das ganze Leben ist ein Abenteuer. Und meine wichtigste Aufgabe in diesem Abenteuerleben ist, meinen inneren Zustand zu halten, in dem Wohlgefühl, in dem Frieden, in der Ruhe, die meinem Wesen entspricht. Und etwas ganz Wichtiges, ich habe auch nicht die Aufgabe, von irgendetwas die Anführerin oder der Anführer zu sein oder die Quelle von irgendwas zu werden, indem ich irgendwas aktiv für andere und schon gar nicht für die Menschen, die ich liebe, zu tun. Das ist alles das alte Denken. Wenn ich in dieser Art anfange, zum Schöpfer und zur Schöpferin meines Lebens zu werden, dann werde ich durch das, was ich ausstrahle, ein Mensch, der die Dinge in Bewegung bringt. Nicht durch das, was ich tue oder indem ich versuche, andere zu überzeugen. Und ich werde erleben, dass es unzählige Menschen gibt, die sich nach genau dieser Veränderung in mir sehnen. Und dass allein, dass ich diesen Weg gehe und dass ich
in dieses neue Bewusstsein hineinforme, hineindenke, hineinfühle, in diesem neuen Bewusstsein zum Schöpfer und zur Schöpferin meines Lebens werde, werden Menschen mir folgen, werden Menschen meine Nähe suchen, werden sich meine Beziehungen sehr verändern. Einfach, weil ich in Ruhe in diesem Feld verweile und der Energie, die in diesem Feld ständig strömt und sich bewegt, zu tun, was die Energie mit meinen Gedanken und Gefühlen sozusagen, wo sie hinfließt durch meine Gedanken und Gefühle, nämlich meine neue Realität zu schaffen. Und der beste Zustand im Selbstgespräch, den ich wieder und wieder und wieder mir jeden Tag in diesem Selbstgespräch sagen kann, ist, egal was da draußen geschieht, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, wo ich die richtigen Entscheidungen treffe und wo ich mit wachsender Liebe, mit wachsender Ruhe und mit wachsender Weisheit all dem gegenüber reagiere, was das Leben für mich bereitstellt. Ja, das war ein Herzenspodcast für Sie. Und das ist so ein Podcast, wo ich Ihnen sagen möchte, hören Sie diesen Teil, wo ich Sie versuche, in dieses neue Bewusstsein, in dieses neue Denken, einfach in diesem kleinen Selbstgespräch mitzunehmen. Hören Sie ihn vielleicht öfter. Am liebsten hören Sie ihn jeden Tag. Vielleicht können Sie ihn irgendwie auf Ihr Handy oder Ihr Laptop laden oder Ihren Computer. Ich mache sowas gerne, so einen Text gerne einfach mal im Auto hören zwischendurch. Oder auch, wenn ich merke, dass ich so runtergehe, ne, weil irgendwas mich runterzieht oder wo ich wieder nicht mehr gut die Schwingung halte, dann höre ich das. Ich weiß noch, letzte Woche, da habe ich mich über irgendwas, ich weiß schon gar nicht mehr was, habe ich mich so geärgert und dann habe ich mich da so reingefressen. Dann habe ich es gemerkt, weil ne, eine ganze Zeit lang läuft es ja und dann habe ich es gemerkt und dann habe ich mein bestes Selbstgespräch gehört. Das ist eine der Meditationen aus dem Transformations-Online-Kurs, Liebe kann alles. Und dann ging es mir wieder besser. Und ich mache das ganz oft, dass ich neben der klassischen Meditation, weil sie haben ja nicht immer die Möglichkeit, sich still zurückzuziehen, dann höre ich einfach sowas. Und das nimmt ihr Denken mit auf eine andere Reise. Also tun Sie sich den Gefallen, nutzen Sie diesen Podcast als Mittel der Wahl, wenn Sie nicht Zeit haben zu meditieren, zur inneren Arbeit, dann schwingen Sie sich damit einfach auf eine andere, so, Sie nehmen sozusagen eine andere Route als die abwärts. Also, in diesem Sinne, vergessen Sie nicht, Ihre Liebe kann wirklich alles. Alles, alles Liebe. Ihre Eva Maria Zurhorst. Ja, das war einer unserer Best-of-Podcasts und ich hoffe, er hat Ihnen genauso viel Freude gemacht, Sie genauso berührt, Sie genauso nachdenklich gemacht, wie viele, viele, viele andere Menschen, die so begeistert von diesem Podcast waren. In diesem Sinne, vergessen Sie nicht, Liebe kann alles. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.